Kopfschmerz ist ein Krankheitszeichen, was sehr viele Ursachen haben kann. Und in der Medizin wird immer unterschieden zwischen Kopfschmerzen, die durch Erkrankungen des Gehirns, struktureller Genese, ausgelöst sind. Das können sehr gravierende Krankheiten sein, wie zum Beispiel eine subarachnoidale Blutung, das heißt eine Hirnblutung, die immer ein medizinischer Notfall ist, die mit sehr starken, akuten Kopfschmerzen einhergeht. Das ist die eine Gruppe, der sogenannte sekundäre Kopfschmerz und der sogenannte primäre Kopfschmerz sind primäre Kopfschmerzerkrankungen. Da ist der Kopfschmerz die Erkrankung, wie zum Beispiel die Migräne oder der Spannungskopfschmerz. Das sind Kopfschmerzformen, wo man in der Bildgebung beispielsweise des Gehirns keine Auffälligkeiten sieht, die aber trotz allem häufig sind und auch sehr unangenehm für die Patienten, die aber auch einer Behandlung sehr gut zugänglich sind.